Wenn die jetzt noch Wände krabbeln und auf einer Decke krabbeln könnte, alter Schwede. Wie soll man die besiegen? Boah. Also, Respekt. Das muss ich einfach mal sagen. Ich weiß nur nicht genau, wie kriegen wir die jetzt kaputt? Ein normaler Kampf, da ist ja fast gar nicht dran zu denken. Knarre haben wir, eine Granate hätten wir. Da hinten haben wir Gehirnsuppe. Gehirnsuppe, vier Granaten haben wir. Aber mit Granaten ist ein bisschen schwierig, weil das hier auch so auf kleinem Raum ist. Wir haben gerade die Frostdinger, die werden nichts bringen. Hm. 1-0. Das sind die Explosionsdinger, ne? So. Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wie wir gegen die anstinken sollen. Wir können höchstens rennen. Ich glaube, sie ist der Endgegner. Scheiße, weg hier! Lauf! Nein, die Tür ist weg! Die Tür ist weg! Oh, Alter! Alter, was? Leck mich am Arsch! Was ist hier los? Die wird sich nicht lange mit dem zufrieden geben, fürchte ich. Falsch aus. Ich kann mir nicht helfen, aber das sieht aus, als hätte er Spaß. Mit dieser widerlichen Kreatur. Jetzt noch hinterher. Die Musik ist so spannend, aber ich glaube, die hat sich da irgendwie festgefressen. Ich glaube, die hat nicht damit gerechnet, einzufrieren. Oder bin ich zu übermütig gerade? Das wäre ja was geworden hier unten in der Explosion. Was willst du, verdammt? Na, Glückwunsch. Kann ich da unten durch? Alter. Boah, die war so ekelhaft mies und mies und ekelhaft. Ich glaube, die hat nicht mit dem Eispfeil gerechnet. Das müssen wir nochmal sagen. Der hat uns gerade echt den Arsch gerettet, der Eisfall. Die hätte uns einfach wieder zerpflückt, das flotte Bienchen. Süß war sie.
Ja, mach die Tür noch ein bisschen langsamer auf, weil sie genau hinter dir ist, du Arschloch! Geschafft. Alter. Ich kann's kaum glauben. Und da greift die uns mitten in der Sequenz an? Was ist das denn für eine Kackwurst? Alter Schwede. So, da gönne ich mir mal nichts, weil wir haben ja eh schon alles voll. Alter Schwede. Gut, dass ich gerade instinktiv gerannt bin. Ich wusste nämlich nicht, was ich sonst machen soll, außer rennen. Boah. Das war eine Milf, Alter. Uiuiuiui. Was war das denn jetzt für eine Arschaktion? Dicke Gegner haben mehr Gesundheit. Was war das gerade für eine Arschaktion? Da kommt der Typ an, buff und tot? Wenn du L2 gedrückt hast, dann attackierst du nach vorne, statt auf den Boden liegende Gegner anzugreifen. Werde ich eh niemals berücksichtigen. Wir erfinden Schrotmuni. Also würde ich mal sagen, das Ding packen wir mal da unten hin. Die nehme ich mit. Der Junge kann eine Ladung Schrot vertragen. Ich weiß nicht genau, ob der sich davon abschrecken lässt. War das hier oder war das noch ein? War noch ein weiter, okay. Also ich bin empört. Am meisten bin ich empört über die langen Ladebildschirme, der Patient. Über die langen Ladebildschirme, wenn der uns jetzt mit einem Schlag immer weghaut. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen, wenn der blockiert den Weg und haut es mit einem Schlag weg? Wie komme ich an dem vorbei? Einfach weglaufen ist ja auch doof. Wieder nach oben laufen will ich nicht. Ich glaube, da reicht auch die normale Knarre, oder? Ich meine, die kann ich jetzt hier auf den Shortcut legen, aber da reicht auch die hier. Die sind eh voll. Da schnappen wir uns gleich noch ein bisschen Muni. Nein, ich mach den hier. Die Taschenlampe mache ich aus. Und dann würde ich sagen, den hier können wir auch mal... Granate machen wir hier sowieso nicht. Haben wir noch eine? Nein. Dreck. Da oben wieder raus? Da, wo die alte ist? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen hier lang gehen und... Aber ich frage mich, was ist das hier überhaupt für ein Schacht? Wieso führt er so weit nach unten und wo geht er hin und wieso sind wir hier und hier kommen wir gar nicht mehr raus? Okay. Wir müssen also irgendwie an dem Jungen vorbei und ich habe keine Ahnung wie. Einfrieren wird bei dem wahrscheinlich sehr schlecht gehen. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Wie ätzend ist das denn? Ich wollte jetzt durchlaufen. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt kommt wieder der Ladebildschirm. Also das ist wirklich sehr ätzend. Macht sowas nicht. Bitte baut sowas nicht in ein Spiel ein, wo man 2 Meter geht, one-hitted wird, nicht dran vorbeikommt und dann kommt dauernd so ein stundenlanger Ladebildschirm. Das ist doof. Macht das bitte nicht. Der flimmert immer. Ich weiß aber nicht... Wieso mache ich das Ding überhaupt noch auf? Ich weiß es gar nicht. Da brauche ich mir auch gar keine Medizin reinzukloppen, weil ganz ehrlich, das bringt nichts. Laufen kann ich hier auch nicht. Ich verstehe es nicht. Springen kann ich auch nicht. Ist mir gerade ein Rätsel.
Ja, da kennt ihr ja wirklich jede Abkürzung, wa? Was? Heilige Scheiße. Okay. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ach so, es geht schon weiter. Ich dachte, jetzt kommt wieder am neuen Kapitel, kommt wieder eine neue Sequenz. He's watching. We can't leave. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Wir sollen hier durch die Tür gehen, aber wie so oft. Kapitel 5. Innere Tiefen. Ich glaube, die Tür hier wird wohl abgeschlossen sein. Nicht. Ein neuer Tagebucheintrag. Ein Explosionsbolzen. Tagebuch von Basti Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor den Verbrechern geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Will ich da überhaupt rein? Wir haben einen Schlüssel. Das ist der einzige Grund, warum ich da rein will. Substanziell für mich am Arsch. Hier ist irgendwie immer alles anders. Ich habe gedacht, das wäre so diese Zwischensphäre, in der man immer wieder auftaucht. Was wir letzten Endes auch tun, aber wirklich sicher kommt man sich hier auch nicht vor. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Tut mir leid, Mädchen. Ich war beschäftigt. Gibt's was Neues? Ah, das übliche Ignorieren. Also nichts Neues. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Nur mal so angedacht. Kann es sein, dass wir der Serienmörder sind in der realen Welt, aber hier alles nur in unserer Psycho-Welt quasi erleben? Dass für uns alles so komisch aussieht, aber die Endgegner, die wir umbringen, in Wahrheit vielleicht... Wobei, es sind ja gar nicht die Endgegner. Es können ja irgendwelche Gegner sein, sind in Wahrheit Menschen dort draußen, die wir eventuell selber umbringen, weil wir selber einfach so ein Nutcase sind, wie es ja so schön heißt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wieso sind wir dann im Krankenhaus? Aber vielleicht ist das auch nur in unserer Vorstellungskraft. Der Grund deswegen, wieso ich darauf komme, ist, weil er meinte, dass es ihm irgendwie zu viel wird und für jedes Verbrechen 10 neue, dass er vielleicht irgendwann einfach durchgedreht ist. Kann ja sein. Wird er gerne mal genommen. So, hey, so ein Glück. 5000, yeah, jetzt haben wir 8100. Hier können wir vielleicht auch wieder ein paar abgrabbeln. Jawohl. Hier drüben haben wir alles geleert, ne, genau. So, 2 Dinger sind ja eh offen. Mal gucken, wie viele Schlüssel wir noch finden. Ich glaube, es werden sowieso nicht alle, aber naja, es reicht vielleicht für den Anfang. 5000 Entengrütze haben wir und da gucken wir mal, was wir uns damit Schönes Neues in den Kopf schießen lassen können.
Ich sabbere gerade ein bisschen, weil ich heimlich in der Sequenz immer, in der Zwischensequenz zwischen den Kapiteln, trinke ich immer ein bisschen was und dann freut sich gerade die Mundflora so, dass sie mal wieder was bekommen hat nach dem ganzen Gelaber. Hier ist du zu? Wo geht's denn hier rein? Hier waren wir noch... Achso, ist eine Pflanze. Hier waren wir noch nie drin. Ach doch, wir waren... Ja, hier waren wir noch nie drin, genau. Es ist einfach nur eine andere Tür. So, dann setzen wir uns mal ganz kurz eben fürs Familienfoto aufs Stühlelein. So, das ist die Schule der Zukunft. So lernt man im Jahre 2030. Einfach eine Nadel im Kopf und ab dafür. Wir haben 8.100. 10.000 brauchen wir für mehr Lebensanzeige. Spritzenwirkung finde ich schon ganz gut. Nahkampfschaden 3.000. Reserven brauchen wir vielleicht nicht mehr so viele. Ich würde gern Qualen bolzen, weil es ärgert mich, dass wir nur so wenige haben. Den gönne ich mir jetzt mal. So, tut mir leid, den haben wir abgeschlossen. Juhu! Die Qualenbolzen können wir selber auch noch aufleveln. 2500 Schockbolzen, Kältebolzen, der ist sehr stark, Harpunenbolzen. Auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt, 240%. Feuerschaden gegen Zombies, super geil. Bei normalen Harpunenbolzen, ohne was zu basteln. Gönnen wir uns mal. Eine Schadensstufe, die bringen uns vorher überhaupt nichts. Nur der Feuerbolzen ist interessant. 1600, den Rest sparen wir uns, glaube ich. Hier könnten wir Feuerrate, naja, Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität, da haben wir schon ein bisschen. Genauigkeit, 500, kritisch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes. So, soll reichen. Das kritisch hätte man mehr leveln sollen. Das war ein Fehler. Machen wir nächstes Mal wieder weiter. So, einmal kurz speichern bitte. So, gespeichert ist. Dauert immer sehr lange. Deswegen kürze ich es immer ein bisschen ab. Huch. So, und wir waren jetzt in dieser komischen... Wir sind irgendwo ganz weit runter, so eine Spirale runtergefallen. Und befinden uns wieder irgendwo in der Anstalt. Wer weint denn da? Hey. Doch nicht weinen, du musst doch nicht weinen. So, Patronen nehmen wir natürlich gerne mit. Nicht so schnell, nicht so schnell. Denn da? Hier ein Weinen, da ein Husten. Sicherlich eine gute Idee, hier einfach reinzugehen. Alter, ich wollte gerade von hinten. Und da macht er. Und dann plötzlich war da. Und dann ging da nicht mehr. Und dann war alles tot. Gehirnsuppe? Noch mehr Gehirnsuppe? Ein Lichtelein in Dunkelheit. Der macht so enervierend langsam die Türen auf. Da habe ich gar kein Verständnis für. So, ich mache mal ganz kurz den Spritzemann.
Das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt... Gut, dass hier alle Türen, alle Zellen offen sind. Das gefällt mir sehr gut. Das ist das Richtige in der Irrenanstalt. Jetzt ist Spirit. Das ist so eine Waldorf-Irrenanstalt. Da kann sich jeder frei entfalten, wie er will. Da gibt es nachher noch Party und Mittagsmenü. Dann kommt noch Zombo der Clown und dann wird's lustig. Nachher noch ein großes Gruppenhalmer. So. Boah.